Hier ist die niederbayerische Dorfwelt noch in Ordnung. Hier erst recht auch. Aber da? Genau schauen? Genau, hier fehlt doch das R. Irgendjemand in der Schilderfabrik hat da kurzerhand aus Schönbrunnerhäuser ein Schönbrunnerhäuser gemacht. Mein Nachbar hat es mir erzählt, dass das R fällt und dann haben wir mich bewusst aufgeschaut, aber so war es mir nicht aufgefallen. Mit Sicherheit von niemandem eine böse Absicht gewesen, sondern einfach shit happens, wie es so schön heißt. Okay, bitteschön, wir machten so was aus Schönbrunnerhäuser ein Schönbrunnerhäuser. Da könnte man doch glatt auch aus dem Rathaus ein Rathaus machen, oder? Also wir gehen davon aus, dass es schon 3 Jahre dann dort ist, also dort ist. Und ja, in erster Linie ist ja eine Kreisstraße, die FRG 19, und ist auch der Landkreis zuständig. Aber der Eduard Schmidt, der wäre wohl nicht Bürgermeister, wenn er nicht auch in so einem Fall ganz ohne Zuständigkeiten wäre, eine Lösung aus der Schublade zaubern könnte. Ja, wir haben spontan reagiert und haben uns vorbereitet und ich kann Ihnen jetzt das fehlende R zeigen, das dann in Zukunft dann wieder aus Schönbrunnerhäuser macht. Na schauen Sie her, so ein kleines R, das ist doch bestimmt schon ein schönes Ostergeschenk in Schönbrunnerhäuser. Endlich, das verschwundene R. Bis Ortscheidel. Ach so, lieber Gott. Ja, das ist irgendwie ein Punkenkämmer anscheinend. Und jetzt hat die Landkreisverwaltung versprochen, es gibt neue Schilder. Mit R. In gut 4 Wochen sollen es da sein und so lange, naja, so lange muss halt das Bürgermeister-Ersatz-R auch taugen.